Hallo in die Runde. Willkommen zu einer neuen Rocket-Wochenmission, bei der ich es heute einmal ganz gepflegt und gemütlich angehen lassen möchte. Die Misserfolge der letzten Wochen vergessen, nicht so ein hohes Risiko in aller Ruhe. Ja, und ihr fragt euch vielleicht, wie kommt es denn zu dieser neuen taktischen Maßgabe, gerade bei so einem Turnier wie dem Rocket? Zum Glück spiele ich ja auch ab und an noch mal eine Liste, die ich hier nicht auf Video aufnehme, und da hat es in der letzten Woche gut hingehauen. Da bin ich dann plötzlich problemlos auf den zweiten Platz gekommen. Das Ganze innerhalb von 2 Tagen, 3 Serien, fast 700 und dann noch zweimal kurz vor 600. Also das hat richtig schön gescheppert und Laune gemacht. Damit bin ich dann am nächsten Montag für die Monatsmission qualifiziert und werde heute einfach nur ein bisschen für euch schau laufen. Dann lasst uns mal schauen, ob sich meine Ruhe heute auch auf die Karte überträgt. Und ja, sie tut es. Die erste Karte, ganz ruhig und sachte, flüstert sie mir ins Ohr: Reiz mich, reiz mich. Ja, ich werde dich auch reizen. Ich werde dich bis 27 Mal mindestens reizen. So viel sei hier schon verraten. Ist natürlich ein sehr schöner Karo mit Zweien. Aber Spieler 2 in Vorhand hält die 27. Und jetzt, tja, jetzt stehe ich hier schon gleich im ersten Spiel vor der Frage, wie ernst habe ich denn mein Versprechen gemeint? Und ich sag mal so, ich meine es ernst. Ich will jetzt hier ein bisschen defensiver und solider spielen. Also gerne lasse ich es natürlich nicht weg, dieses Spiel. Aber ein Karo Hand wäre sehr frivol mit dem Kreuz König Blank und der bestellten Pik 10. Und zum Grang müsste ich mich schon auch sehr dolle verstärken. Und es kommt raus ein Nullouvert. Ich dachte, kann ich mir doch erstmal anschauen, was Spieler 2 davor hat. Der ist gar nicht schlecht, aber er hat hier Pech. Ihr seht es vielleicht schon, er hat 5-mal Pik und ich habe die 3 dagegen, 19 Bube, also das Mittelfeld. Das heißt, ich kann 3-mal Pik vorspielen. Der Null-Louvert wird nur verloren gegen die 3 Pik in einer Hand oder 4 Kreuz in einer Hand. Ja, kleiner Ausflug in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass hier diese 3 Piken in einer Hand stehen. Chancen ungefähr 20%, aber jetzt ist es gerade soweit. Das hat der Spieler auch gleich gemerkt, dass dieses Spiel damit verloren ist. So, jetzt habe ich hier ein einfaches Karo. Das ist ja wieder dieser Karo König zu dritt, der mich hier anflüstert. Habe ich ja fast gar nicht die Fantasie, dass ich rankomme, wo mir der Pik Bube diesmal fehlt. Aber ich komme ran für 18 und zack, jawohl, da ist er doch. Ich habe ihn gefunden. Er wollte sich verstecken im Skat. Mit 14 Augen im Keller habe ich jetzt natürlich einen Grang, der sollte keine größeren Schmerzen verursachen. Wenn der Plan wäre, danach Buben zu ziehen, dann ist es natürlich klassisch, hier schon mit einem dunklen Buben zu stechen, um selbst für den unwahrscheinlichen Fall eines möglichen Überstiches diesen gar nicht erst zuzulassen. Wenn, sage ich, denn ich habe hier jetzt nicht vor, direkt den Buben nachzuspielen, sondern möchte erstmal einmal Karo klären, damit nicht vielleicht eine blanke Karolusche auf den Buben abgeworfen wird. Ja, und das sieht doch gut aus. Wir gehen gleich die 21 rauf. Damit habe ich jetzt eine Schneiderchance, wenn Herz, oder spiele ich Schneider, wenn Herz 2-2 steht, oder wenn wenn die Jungs sich falsch entscheiden. Das wäre eher ungewöhnlich, aber Herz sitzt artig. Ja, das war doch dann gleich mal ein Auftakt nach Maß. Erst 40 von der Seite und jetzt einen Grang mit 2 Schneider hinterher. Ole, 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 es geht schon wieder los. 3 Asse und Kreuzbube in Vorhand, also jedes Spiel reizbar. Das ist, wenn du die Karte nicht so unter Druck setzt, dann kommt sie auch zu dir. Allerdings, 20 wird mir aus Hinterhand geboten. Und dann muss ich natürlich schon wieder sagen, ja, es sieht erstmal ganz gut aus, 3 Asse und ein Bube, aber mir fehlt so ein bisschen, ja, das Fleisch dazwischen, ne? Die Zehner oder der fünfte Trumpf. Ganz ehrlich gesagt, wenn hinterher 20 reizt, dann wird er wohl auch bis 24 gehen. Dem habe ich eigentlich dann doch nichts entgegenzusetzen. Auf den zweiten Blick schaue ich mir dann hier erneut lieber mal an, was Spieler 3 denn hier eigentlich vortragen möchte. Ein Grang, okay. Das ist jetzt ein Stück weit überraschend, wo ich selbst den Buben und 3 Asse habe. Kann natürlich trotzdem ein Riesenspiel sein. Kreuzbatterie, 3 Buben.
Ich weiß jetzt natürlich gar nicht so ganz genau, was ich aufschlagen soll, welches Ass wo das Richtige oder auch das Falsche ist. Möchte ihm natürlich nicht unbedingt eine 10 hochspielen, falls er eine schleppen sollte. Ich meine, ganz sicher ist wohl, dass er die drei unteren Buben hat. Er wird ja nicht ohne Not hier mit nur zwei Buben und einem Ass irgendwie krank spielen. Deswegen kann ich hier, denke ich, ganz gefahrlos mal den Kreuz Buben ziehen und von meinem Partner mir was anzeigen lassen. So, Karo 8, okay. Sind noch nicht gerade viele Punkte, aber jetzt weiß ich, dass ich mit dem Herz Ass eigentlich wenig verkehrt machen kann. Auch da kriege ich jetzt aber zwei Luschen. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Wieso kriege ich hier Minimum auf meine Stiche? War schon fast am Zweifeln, ob Herz König hinterher überhaupt richtig ist, aber doch, mit der Karo Lusche muss er mir doch eigentlich die Herz 10 angezeigt haben. Aha, wird auch bedient. Gut, haben wir 32 und ja, lamentieren brauche ich gar nicht, denn da klappt die Karte schon auf. Fünfmal Kreuz und noch zwei Buben. War also ein sehr solider Gang mit nur drei Abgabestichen. Was ist hier los? Viertes Spiel und wieder reizbar. Wieder reizbar. Ich schwöre euch, wenn ich es euch nicht hoch und heilig versprochen hätte, das juckt mich wirklich in den Fingern, diesen Kreuz hier zu reizen. Ohne 5. Zwei Seitenasse. Kann mich noch verstärken. Ich brauchte auch die Punkte beim Rocket. Da wirst du ja mit dem Durchschnittsergebnis nichts. Aber Mensch, dann. Zwei Reizungen schon am Tisch, ein ganz hohles Ei hier. Und ja, Disziplin, Disziplin. Ich kann es ja nicht nur versprechen und predigen und dann nicht einhalten. Also schaue ich mal, was Spieler 2 diesmal zu bieten hat. Naja, der sieht besser aus. Herz 10 fällt auf den Kreuz Buben. Jetzt geht Pik Bube rauf. Also es muss schon 7 Trümpfer sein und Trumpf Ass noch bei meinem Partner. Jetzt, ja, weil es Trumpf Ass auch noch beim Alleinspieler wäre, wäre es ein Grang, also es gibt keine andere Konstellation. 7 Trumpf mit 3 Buben. Also einen Trumpfstich machen wir, okay. Können wir also wohl auch nicht irgendwie auf dem Überstich, sage ich mal, bauen, würde mich eher wundern. Wenn brauchen wir drei fette Seitenkartenstiche, gibt's aber nicht. Gibt's aber nicht. Gut, da haben wir noch zwei Fehl in der Hand. Schneider frei müssen wir schaffen. 33, ein Stich noch. Das ist die Kreuzdame. Karten in die Mitte schmeißen, nächstes Spiel. Dankeschön. Na, glücklicherweise. Ich dachte schon, hier ist irgendwas mit versteckter Kamera oder so. Das wird mir ja keiner glauben, wenn es hinterher heißt, Mensch, der Schäfer, der spielt da auf der Skatinsel und die geben ihm ein Blatt nach dem anderen. Nein. Ab und zu zwischendrin brauchst du auch mal solche Scherbenhaufen hier. Solche Ansammlungen von Gemüse und anderem kleinen Vieh. Dann muss es natürlich nicht immer gleich so sein, dass da ein fetter Grang draußen ist, aber manchmal ist es eben so. Spieler 3, der wird ja hier schon richtig auffällig. Der kann wohl nur Grang, wa? Oh. 15 liegen, Pik Dame wird noch einen Stich machen. Aber wo er jetzt schon die Buben zieht, also nur die Pik Dame langt uns jedenfalls nicht, um rauszukommen. Tja, könnte ich eigentlich diesen Stich auch verbrennen? Aber nee, 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 nee. Das ist zu deutlich. Ich will dann diesen einen Stich jetzt einfach machen. Zack. So lange gekämpft, dann wollen wir auch 28 Augen kriegen. Ist ja auch irre, wie schnell das hier immer geht, ne? Eben haben wir gerade angefangen, jetzt sind wir schon gleich bei Halbzeit. Da läuft schon das sechste Spiel. Also am Live-Tisch werden die ersten schon in die Raucherpause verschwunden. Muss man sich mal vorstellen. Da bin ich aber froh, dass wir hier nun gerade ein bisschen online spielen, dass ihr euch das Geschmöke nicht auch noch angucken müsst. So, jetzt aber mal ganz kurz aufmerksam, denn das wird ein interessantes Spiel. Karo Ass wurde gestochen mit der Pik 10. Jetzt nimmt mein Partner Kreuz Buben, also offensichtlich sind die beiden mittleren Buben auch noch wieder beim Spieler 3 und mein Partner spielt die Kreuz 10 sehr wahrscheinlich blank, also Kreuz Dame König noch wohl beim Alleinspieler. 18 Augen und jetzt habe ich schon so eine kleine Siegfantasie, wenn mein Partner jetzt noch mal kleinen Karo bringt. War nicht zu viel. Du, Lusche oder Dame wird schon lang. Dann sollte ich zum Überstich kommen auf 21. Ich sehe dann vor mir Kreuz Ass, Karo 10 gewimmelt, Kreuz Dame.
Und danach Kreuz Lusche, Trumpf Voller, Kreuz König. Das könnte genau langen. Aber dann, oh nein, sucht mein Partner die Übergabe eben nicht in Karo, sondern in Herz. Gut ist für ihn vielleicht auch nicht hundertprozentig erkennbar gewesen. Aber da war sie, die Karo 10, und da war das Trumpf Ass. Also dieser Plan hätte genau hingehauen, und ich bin mir ja ganz sicher, dass der Spieler nicht jetzt die Karo Dame, da war sie, mit dem Buben festgehalten hätte, wo das Trumpf Ass noch fehlte. Also da ist er von der Schippe gesprungen, hat diesen Nebenweg wahrscheinlich gar nicht registriert, muss er ja auch nicht. Mir ist das hier nur gerade aufgefallen, wenn wir am Ende gucken, warum so wenig Spiele verloren wurden. Ja, weil die Spiele so gut waren und weil ab und an dann auch mal so eine Chance nicht getroffen wird. Na, der sieht aber aus wie einer von der langweiligen Sorte, wollte ich gerade sagen, aber das Trumpf Ass fehlt auch noch, also Trumpf 3-3 und 21 Augen. Ja, das war dann wohl gar nicht so ein dolles Spiel. Aber wir sind raus. 35. Tja, können wir noch gewinnen? Nee. Karo Ass, den König dabei und zwei Pikluschen. Na gut, war schon wichtig, dass Trumpf 3-3 stand. Sonst hätte das schnell um die Ecke gehen können. So, nun muss langsam was kommen. Spieler 3 ist ja ein bisschen enteilt, und das muss doch jetzt ein Spiel sein, mit dem ich ein bisschen aufhole. Das sage ich jetzt mal, nehme ich auch als Krang, wenn es sein muss hier. Spieler 2 überlegt bei 22, dann zögert er, dann reizt er weiter, verdammte Axt. Also, ich zieh durch, sage ich dir gleich. Aber ich muss nicht durchziehen, ich komme dann doch für den Herz-Hand ran. Schon irgendwie komisch, 27er Reizung aus Hinterhand. Und dann dieser erste Stich, tja. Es hätte schlimmer laufen können, Kreuz und dann Abstich oder weiß ich was. So habe ich ja in Pik schon mal einen vollen eliminiert, dann kann ich jetzt auch gefahrlos mal von oben hin lang, beziehungsweise das ist vielleicht sogar der beste Plan. Ach, schaut an, da kommt schon ein Voller, also Herz Lusche liegt wohl im Stock. Damit habe ich natürlich hier alles richtig gemacht, da passiert nicht mehr viel. So, 21. Naja, gut, Karo 10 rein, sind sie raus, dafür habe ich Rest. Wunderbar. Also, 120 bin ich hinter Spieler 3. Jetzt will ich also doch noch ein bisschen einmal das Wissen, ein bisschen die Tore fluten, aber Spieler 2, der will auch, der ist auch willig, komm nicht ran. War vielleicht auch besser, so dolle ist mein Kreuz ja nun wahrlich nicht. Dann gucken wir uns mal bei 24er Reizung ein Pikspiel an. Gut, garantiert mit 2. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich lege hier den Herz Buben, damit mein Partner, falls er den Karo Buben zu dritt hat, nicht auf die Idee kommt, auf den Kreuz Buben dann den Karo Buben zu zeigen, um mir ein möglicherweise vorhandenes Trumpf Ass zu sichern, was ich aber eben nicht habe. Also Herz Bube, damit mein Partner nicht den Karo Buben zeigt. Trumpf Ass hatte er aber selber, mit anderen Worten. Jetzt habe ich zwar das Auge gespart, dafür sind wir wieder ist der Alleinspieler in Hinterhand, und ja, mein Partner, da hat er dann doch ein bisschen Talent, Karo Lusche wieder mir die 10 rausgeholt. Okay, war wohl nicht wichtig. Alleinspieler steht auf dem Herz Ass zu dritt, dann gab es sowieso, dass die Karo 10 sowieso nichts wert. Ein Herzstich noch. Düt-düt-düt-düt-düt. Schneider frei. Karten in die Mitte. Weiter, weiter, weiter. Nee. Das ist nix. Und ausgerechnet Spieler 3 hat scheinbar wieder ein sehr gutes Spiel. Spieler 2 hat sich ja bisher auch durch Reizfreude ausgezeichnet. Also wenn der nichts hat, dann werden wir wohl jetzt wieder ein gutes Spiel sehen, und dann ist die Luft schon so ein bisschen raus nach 10 Spielen. Dann sind es schon 200 Punkte Rückstand wahrscheinlich, plus ein bisschen auch 200 Punkte Vorsprung. Gut, wir wollen jetzt nicht das Spiel schon hochjubeln, bevor es gespielt ist. Aber das würde mich doch sehr wundern, wenn da was passiert. Schaut an, mein Kumpel zeigt mir auch den Herzbuben, damit ich den Karo Buben
nicht zeige oder weil er die Turm 10 hat, so oder so, mein Karo Bube kommt jetzt ganz groß ins Rennen. So, Herz 10 könnte natürlich blank sein. Es ist ein 6-Trümpfer, nur mit dem einen Kreuzen und 3 Herz, das ist plausibel, das heißt, theoretisch gegen Herz 7, 9 König könnten wir hier noch was machen, wenn mein Partner dann Karo Ass und 10 hat. 12 haben wir erst liegen, also ich schnippel mal, 25. Jetzt ist natürlich das Karo Ass ganz offensichtlich nicht bei meinem Partner, also ist es beim Alleinspieler, also kann er auch nicht 3 Herz mehr in der Hand haben. Jetzt muss ich zusehen, dass wir noch rauskommen, indem ich vielleicht den Stich mit dem Karo König mache, oder vielleicht ist doch noch ein Herz dabei, also jetzt muss das Herz Ass auf den Tisch. Ja, hat er nicht, dann hat er eben 2 Karos. Dann hoffe ich doch, dass wir die Karo Dame noch kriegen. Kriegen wir auf 32. Also Plan ist Plan, aber wenn sich dann eine neue Faktenlage ergibt, dann muss auch umdisponiert werden. Ja, da haben wir es. 200 zurück, 200 vor. Eieiei, jetzt noch mal so ein Entscheidungsspiel. 3 Asse, eine 10. Okay, komm, da will ich noch mal rauf, das will ich jetzt noch mal wissen. Ganz ohne Spielanteile will ich ja jetzt auch nicht ins Bett gehen, und jetzt kommt Spieler 2 noch mal mit 24 aus Hinterhand. Also ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier ein teures Spiel verliere, dann kann er mich im Zweifel im letzten auch noch überholen. Ich habe wohl ehrlich gesagt mehr zu verlieren als zu gewinnen. Na gut, aber trotzdem ist... Ich gucke mir hier auch den Stand gerade noch mal an. Es kitzelt mich, ich halte die 24 und ich werde Besitzer. Eieiei. Ganz heißes Eisen. Jetzt noch mal 2 Reizungen dagegen. Drückt mal bitte jetzt noch mal kräftig mit die Daumen. Also die Findung, da kann ich eigentlich sehr zufrieden sein. Karo 10 und der Pik König. Karo 10 natürlich eine sehr willkommene Verstärkung. Dann brauche ich jetzt nicht so ein absolut hohles 4-Trumpf-Ei hier spielen. Gut, Pik König passt in die Reihe, sorgt natürlich dafür, dass die Pik 10 auf keinen Fall laufen kann, weil ich dafür jetzt zu viele Piken habe. So, wie wird man drücken? Sauber drücken, Kreuz 8 und Herz 9, aber ich komme zu kurz, ohne 4 mit nur 5 Trumpfen. In Vorhand würde ich die beiden Luschen drücken. Aber in Mittelhand drücke ich mal die Pik 10 und Herz Lusche will ich auch nicht halten. Ich glaube, Herz kommt raus aufgrund der Reizung. Ich schlepp mal die Kreuz Lusche, damit rechnen die Jungs sicher nicht. So, soweit nach Plan. 24, Herz Dame. Okay, die 9 habe ich im Keller. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Hinterhand jetzt noch ein weiteres Herz hat. Gerade die Reizung spricht schon dafür, dass vorne jetzt 4 Herzen stehen. Naja, gut, das ist nicht günstig für mich, was nützt ja nichts. Einmal Pik Ass zwischenziehen, erstens, um zu annoncieren, dass sie mit Herz bei mir eine schwache Stelle getroffen haben, und zweitens, alleine um diesen Vollen erstmal nach Hause zu bekommen, verhalten nicht, dass Spieler 2 gleich noch auf Herz auch einen blanken Pik womöglich abschmeißt. So, ich bekomme die Dame, soweit so schön, das sind schon mal 38. Dann kann ich jetzt mal, ja, Trumpf spielen, so tun, als ob nichts wäre, als ob es mir gut ginge. Ah, Pik Bube geht rüber, Pik Bube geht schon rüber. Entweder er blufft mich, oder hinten stehen noch die 3 Buben. Und Herz 10, ich sagte es ja, die wird ja jetzt auf keinen Fall laufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst wenn, dann wird der Stich wohl noch nicht reichen. Deswegen, ja, nee. Den Vollen brauche ich vielleicht im Spielverlauf gleich nochmal, einen weiteren Vollen, um auf den nächsten Herz mit dem Vollen vorstechen zu können, und einen will ich ja auch dann noch nach Hause bringen, also steche ich nur mit der Dame, und ja, Überstich. So, und hier sehen wir jetzt, das ist natürlich die Kehrseite des vorgezogenen Pik Asses, jetzt kann hier Spieler 3 noch seine blanke Karo Lusche verstechen. Uiuiui, jetzt wäre ich natürlich doch besser beraten gewesen, wenn ich die Pik 10 in der Hand gehabt hätte, nachdem ich hier tatsächlich jetzt auch in Pik noch ein zweites Mal eingespielt wurde. Gut, dann wird wohl jetzt wieder Herz kommen. Nee, Spieler 3 spielt Kreuz. Warum spielt er Kreuz? Wohl, weil er gar nicht damit gerechnet hat, dass ich ein Kreuz habe. Das sagte ich ja, da kommen die nicht drauf. Und um seinem Partner eben hier die Farbe zu klären. Ja, nun ist aber hinten der Volle draußen, also das wird wohl nichts mehr. 2 Buben noch bei Spieler 2. Huch, was ist denn das? Kreuz Ass geht da rauf. Er geht Kreuz Ass rauf. Ja, das ist der Sieg für mich. 60 jetzt liegen und noch ein Stich in der Hand.
mit Pik König. Ja, ist das denn zu fassen? Warum geht er denn da mit dem Ass rauf? Das war dann vielleicht jetzt doch ein wenig zu optimistisch. Da hätte er doch den König legen können. Ja, gut. Ich will mich nicht beklagen. Jetzt habe ich mit 64 das Spiel gewonnen. Andere Drückung, gleich hervortraf, wenn ich Pik 10 oben halt, dann hätte ich es doch gewinnen können. So war es jetzt nur mit einer kleinen Hilfsleistung, in dem Fall von Spieler 3, zu gewinnen. Und jetzt gucken wir doch mal, ob ich das letzte noch was kriege. Nein, ist aber nicht so. Es ist nicht so. Gut, 360. Ist in Ordnung. Ist kein schlechtes Ergebnis, ist ein solides Ergebnis. Gucken wir doch jetzt einfach mal, wer das letzte Spiel noch macht. Wenn Spieler 3 noch einen in den Sand setzt, dann habe ich ihn sogar noch. Der muss doch eigentlich auch. Nee, will er aber nicht. Mensch, er hat doch nur 400 liegen. Du musst doch angreifen, Junge. Was willst du mit einer 400er Liste? Tut er aber nicht. Hat er nicht das Material für. Na gut. Bup, wieder rauf. Mensch, immer die Karo 10 und immer ist das Ass beim Spieler. Tja. Gut, der spielt jetzt nicht mehr Trumpf, aber da werden wir wohl trotzdem nichts gewinnen, denn verratet mir mal, wo ich das Kreuz Ass unterbringen soll. Das geht gar nicht. Tja. Die Dame fehlt noch, aber gut, stechen bringt ja auch nichts. Wie gesagt, Kreuz Ass hängt bei meinem Partner fest, das können wir nicht mehr kriegen, das können wir nicht retten, es sei denn, ich habe mich hier irgendwo im Trumpf verzählt, vertan. Eigentlich kann aber nicht sein, der Spieler hat noch zwei Trumpf, ne? Ja, das ist, da haben wir hier noch die Herz 10 geschnappt, aber konnten das Spiel trotzdem nicht gewinnen. Und da haben wir den amtlichen Endstand. 361, wie gesagt, ein Beatspiel nur, das war der 0 Uhr wäre gleich am Anfang. Ich habe eins glücklich gewonnen, ein anderes war vielleicht auch nochmal, wäre möglich gewesen. Letztendlich aber ruhiger, guter Skat gespielt und können wir gratulieren, Spieler 3 zu 463 Punkten. Du hast die Meerjungfrau geschlagen. Weil es so eine schöne, ruhige Runde war und sich auch keiner blamiert hat, kann ich ja einfach auch noch mal reingucken, wen ich da eigentlich am Tisch hatte. Das interessiert euch ja manchmal auch, habt ihr mir gesagt. Und da sehen wir es, Zahnfee. Das ist der amtierende Weltmeister Mike Neumann. Den habe ich allerdings hier klar geschlagen. Mike, vielleicht gibst du mir noch mal ein Getränk aus. Und Johüs, den Namen kenne ich noch nicht, aber saubere Leistung und locker gewonnen. So, gehen wir auch nochmal gerade auf Turnierergebnisse. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Was kriege ich für meine 361? Da, Nada, der Bubble Boy, der erste Nichtpreisträger. Zum Glück gibt es ja hier noch weitere Wertungen. Da in der zweiten Wertung 1,50 gewonnen und in der dritten Wertung nochmal 3 Euro zugeschnappt. Also, ich komme hier heute mit einem blauen Auge davon.